Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, und ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Es fehlen auch nur noch 142 Abonnenten bis 10.000 Abonnenten. Das sollten wir auf jeden Fall im nächsten Monat, denke ich mal, schaffen können. Ihr könnt auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Würde ich mich auch drüber freuen. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute den Duo Cash Cup zocken. Morgen wird es dann auch noch weiter mit dem Solo Cash Cup gehen. Und Samstag und Sonntag werden wir dann noch FNCS Invitational, die offene Qualifikation, zocken. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne dort ein Follow da. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Und heute haben wir den neuen Fluff Skin im Shop. Ist tatsächlich mal wieder ein richtig breiter Skin. Also wäre vielleicht dünner, könnte man damit noch vernünftig zocken. Aber es soll wahrscheinlich so oder so eher so ein Fun Skin sein. Um damit wirklich real zu zocken, ist ja ganz einfach wieder zu breit, weil man dann einfach, ja, es fehlt einfach Sichtfeld über der Schulter. Und da verliert man dann einfach manchmal, weil man da eben halt dann nicht sehen kann. Deshalb finde ich es immer sehr, sehr unpraktisch, solche Skins zu spielen. Dann haben wir als nächstes die fürstliche Zepter Spitzhacke. Dann als nächstes haben wir den Mobster Skin in der Standardvariante, der festlichen Variante und in der Miliz-Variante. Dazu gibt es dann die Hundetasche als Backpack und den Kauknochen als Spitzhacke sowie die Wurflackierung dann noch. Als nächstes haben wir dann hier den Stillschweigen-Skin, dazu die Stille Klinge als Spitzhacken und die abgenutzte Schwarzlackierung. Dann haben wir den Einsatzleiterungsskin, hier insgesamt vier verschiedene Varianten, einmal Standardvariante, dann ohne Kopfbedeckung und Maske und dann noch einmal die blaue Variante und die grüne Variante. Dazu gibt es noch das Signalknoten Backpack, hier ändert sich im Prinzip diese Leiste hier oben, abhängig vom Schaden, den man an Gegnern verursacht. Dann haben wir als nächstes die Farbwirbellackierung, sieht eigentlich ganz nice aus auf jeden Fall. Dann haben wir den unendlichen Dab. Als nächstes ist dann hier der Taxifahrer-Skin. War, glaube ich, auch schon relativ lange tatsächlich nicht im Shop. Dann haben wir den Jubelschritt-Emote. Und dann noch als letztes Ruf zur Schlacht. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.